Ich werde Sie an dieser Antwort messen, denn eine Frage wird es bestimmt noch geben. Ich bin sehr gespannt. Ich will mal sehen, wie Sie das anstellen. In welchen Situationen hören Sie denn am liebsten klassische Musik? Ich ahne, welches Wort oder welche Buchstaben Ihrer Antwort vorkommen werden. Also ich bin ja bei B&B angestellt. Ah, okay. Und B&B ist die Zentrale in München, da muss ich ab und zu einpassieren. Und auf dem Weg dahin fahre ich natürlich mit einem Produkt unseres Hauses mit einer ganz tollen Stereoanlage und höre die Palette der klassischen Musik. Okay, alles klar. Haben Sie schön beantwortet? Den Bebelplatz. Ne? Ich fahre über den Bebelplatz. Wenn man das so sieht, Herr Müller, ich meine, der 17. Juni wird wegen jedem Quatsch gesperrt, ja? Wenn ich mir sowas hier angucke, können wir das dann nicht auch gleich mit unter den Lippen verbinden und hier so, das sieht so sizilianisch aus, oder? Ja, deswegen machen wir es ja auch, weil es eine besondere Atmosphäre ist und wir haben ja schon gehört, alle Partner bleiben mit an Bord. Ja. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch wenn die Staatsoper fertig ist, hier muss und hier wird es weitergehen mit klassischer Musik, mit Oper wird es weitergehen. Und das ist auch das Besondere, dass wir diesen Musikgenuss haben, aber an einem Ort, den man sonst ganz anders erlebt. Und heute Abend so wie eine italienische Nacht, das hier genießen kann, das ist wunderbar. Ich bitte auch jetzt schon mal die Musiker der Staatskapelle auf die Bühne, dass sie schon mal die Plätze einnehmen, bitte. Es geht nämlich gleich los. Aber natürlich können wir allein nur noch eine Antwort von Professor Dr. Klimt zu bekommen, in der Bebelplatz vorkommt. Dieses Frage- und Antwortspiel hier nicht ohne Fußball. Also ich meine, morgen feiert Ihre dritte Inszenierung in dieser Saison, glaube ich, Premiere. Ja. Kollidiert die mit dem Finale? Nein, wir sind nicht beim Finale. Deshalb ist das Finale auch kein Finale. Wer interessiert ist an Portugal, soll gehen jetzt schon vorbereiten auf die Niederlage durch Frankreich. Wieso soll Portugal gewinnen, wenn wir verloren haben? Entschuldigung, es kollidiert nicht mit dem Endspiel. Wir wünschen den Franzosen alles Gute und den Portugiesen alles Gute und ein klasse Elfmeterschießen. Sie wollten mal sein wie Fritz Heckenroth, das war so ein Nationaltorwart. Fritz Heckenroth, ja. Ein berühmter Nationaltorwart. Okay, dann brauche ich jetzt noch Ihre Tipps für morgen. Ja, 2-0 für Frankreich. 8-9 für Frankreich. Aha, na gut, Elfmeterschießen könnte ja sein. Was sagen Sie? Ja. Ehrlich gesagt, Deutschland ist nicht mehr dabei, mir ist es egal. Okay. Wir begrüßen jetzt auch alle Menschen, die das Konzert per Livestream über das Internet empfangen unter www.staatsoper-berlin.de. Bebelplatz kommt in der Adresse nicht vor, aber welcome to our audience watching the concert live on the web from all over the world. Have fun, enjoy. Ich danke Ihnen, meine Herren, immer wieder und begrüßen Sie jetzt die Musiker der Staatskapelle hier auf der Bühne unter der Leitung von Daniel Badenborn und Lisa Bakashvili an der Violine. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß für den Abend. Tschüss. Thank you.
Mhm.